Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Neben mir habe ich ein kleines Paket liegen. Das ist die Zuziehhilfe, denn um diese geht es ja nun mal heute. Ich habe mir gedacht, wir packen das so ein bisschen zusammen aus. Wir schauen mal, was ist eigentlich so drin. Und ja, dann beginnen wir damit mit den ersten Schritten. Wie funktioniert das Ganze? Und zum Schluss nochmal so ein kleines Fazit, sage ich mal, dazu, was wir, warum wir das Ganze gebaut haben, warum wir das Ganze wollten und ob das überhaupt was bringt. Macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Ja, das erfahrt ihr auf jeden Fall am Ende dann. Den Karton habe ich einfach mal geöffnet und schauen wir doch einfach mal rein, was ist da so drinne. Na, unter anderem haben wir hier die Anleitungen, Montageanleitungen. Ja. Dann kommen wir zu ein bisschen Verpackungsmaterial. Scheinbar ist das hier der Motor. Jawohl, das sieht genau danach aus. Dann haben wir hier noch ein bisschen Blenden, also Verblendung und so weiter. Wir haben Kabelsatz hier noch, habe ich gesehen gerade. Auch mit Sicherung. Dann haben wir hier noch den Zuzieher, der wird ja verbaut an der Schiebetür. Das schauen wir uns dann gleich an. Und was ich jetzt hier noch sehe, das sind, glaube ich, Bleche für die Punkte. Also das sind im Prinzip Schablonen. Irgendwo müsste noch eine Schablone sein. Ja, hier vorne. Da ist noch eine Schablone. Das sind die beiden Schablonen, die man auf jeden Fall braucht, um Löcher zu bohren. Und ja, beginnen tun wir jetzt mit dem an der Schiebetür. Das heißt, damit starten wir mit der ganzen Geschichte. Aber dazu lese ich jetzt einmal die Anleitung. Die Montageanleitung findet ihr in Englisch als auch in Deutsch beiliegend. Das finde ich sehr gut gemacht, denn es gibt ja auch Fahrzeuge, die vielleicht ins oder beziehungsweise Zuziehhilfen, die ins Ausland verkauft werden. Also von daher macht das auch Sinn. Ja, wir haben gesagt, dieses Teil müssen wir als erstes verbauen. Das heißt, das geht hier um die Schiebetür. Wir müssen die absichern. Das zeige ich euch gleich draußen am Fahrzeug. Dann wird das Ganze aufgeschraubt und hinter verschraubt. Dann müssen wir das Ganze noch ein bisschen einstellen auf die dementsprechende ja, Größe, damit die Tür sich nicht verstellt hat. Und zum Schluss kommt es dann noch darauf an, dass wir hier an der Seite, nämlich am Fliegengitter, noch einen Ausschnitt machen. Hier muss dieser Ausschnitt passieren, damit dieser Schnapper auch dort mit einfließen kann. Und dafür brauchen wir dann die erste Schablone. Die erste Schablone, das ist dann diese hier für außen am Schiebegitter. Genau, wir schauen uns das jetzt an der Tür einfach mal an. Als erstes einmal habe ich die Tür hier abgestützt, denn dieser Punkt hier hinten an der Stelle ist der einzigste Punkt, der die Tür jetzt hier hinten noch hält. Also von daher muss man die abstützen, damit die nicht nach unten wegkippt. Dann werden diese beiden Schrauben hier gelöst. Das mache ich jetzt im Endeffekt jetzt. Und dann verbauen wir dieses Blech. Wo habe ich es jetzt? Muss ich einmal gucken. Jo, hier liegt es. Und dieses Blech wird dann dort hintergebaut. Ja, damit ich dann im Prinzip das vernünftig verbauen kann, muss ich mir noch einen Strich machen, dass das passt. Ja, aber da kommen wir gleich zu. Eine Sache musste ich jetzt hier machen, und zwar haben wir hier eine Verkleidung vom Malibu selber. Hier musste ich also ein bisschen das Ganze aussägen. Ich habe das Ganze mit einem Seitenschneider gemacht. Das sieht ganz gut aus. Das ist also auch in Ordnung. Dann habe ich mir hier oben ein Tape rangesetzt, so dass ich weiß, wenn ich an dieser Linie dran bin, dann bin ich im Prinzip mittig zu dem Loch, damit ich das Ding auch richtig ausrichten kann und hinterher noch Einstellmöglichkeiten habe. Das ist dann natürlich nochmal ganz wichtig, und man kann das halt nicht sehen, wenn der wie heißt es hier, dieser Aufhänger sozusagen wieder an der Tür ist, sieht man prinzipiell nicht mehr, wo das Langloch die Mitte davon ist. Also empfiehlt es sich hier einfach einen kleinen Aufkleber hinzusetzen. Das ist jetzt halt ein schwarzer, das ist natürlich bei dem schwarzen Auto ein bisschen kontraproduktiv, aber ich weiß, wo er ist, und von daher sehe ich das auch ganz gut. Und bis dahin muss ich dann im Prinzip ran und bin dann auch Mitte dieses Langloches, so dass ich dann noch Einstellmöglichkeiten habe. Ja, das Ganze schraube ich jetzt wieder zusammen und dann geht's weiter. Wo ihr auch noch dran denken könnt, ist mit WD-40, die Allzweckwaffe der irgendwie, ja, der Bastler, sage ich mal. Ich habe die ganze Geschichte hier nochmal eingeölt. Das mache ich auch sonst zwischendurch mal. Also, dass das schön gängig ist und bleibt.
Da sorge ich auch sonst dafür. Allerdings habe ich das jetzt hier in diesem Atemzug gleich einmal mitgemacht, eingesprüht und gut ist die Kiste. Ihr habt für die Schrauben Ersatzschrauben, also längere Schrauben, weil es ist ja hier auch ein Blech dazwischen gekommen. Damit das Ganze natürlich auch hält, ist es besser, ihr nehmt die Schrauben natürlich, die jetzt mitgeliefert wurden für das Paket. Was müssen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir diese Schraube lösen, damit wir uns jetzt hier von diesem Strich hier oben, weiß nicht, ob man sehen kann, da gibt es einen gegenüberliegenden Strich. Und da muss im Prinzip der Strich jetzt einmal um einen rübergesetzt werden. Also es ist halt wichtig, um genau einen rüberzusetzen, denn das ist die Stärke des Bleches. Und dann schließt die Tür auch wieder ordnungsgemäß. Das müssen wir natürlich prüfen. Ich hatte jetzt nun innen geprüft, ob die Tür auch schließt. Das ist kein Problem gewesen. Ja, man sieht jetzt sozusagen linke Seite, rechte Seite. Spaltmaße sollten so einigermaßen natürlich wieder gleich sein, denn man hat es um die gleiche Zeit sozusagen verschoben. Ich zeige euch das jetzt nochmal, macht das nochmal auf, das Ganze. Und dann seht ihr im Prinzip, dass das Teil dran ist. Also sprich der Halter. Der rutscht hier unten natürlich auch schön dran lang. Was ich jetzt gemacht habe, ist hier oben den Strich, der ist jetzt im Prinzip um einen nach hinten versetzt, also im Prinzip genau um einen Strich. Man muss halt gucken, wenn der dazwischen steht, so wie bei uns, dann ist das besser, dass der Strich natürlich auch auf der anderen Seite dazwischen steht und dann passiert da auch nichts, dann läuft die Tür auch wieder einwandfrei. So, jetzt müssen wir uns mal anschauen, wie es weitergeht mit der Schablone und dazu gehen wir jetzt in Richtung Türes Innere. Das Arbeiten hier für mich war viel einfacher, dass ich das Fenster aufgemacht habe. Jetzt habt ihr hier so eine Schablone, natürlich oben, das ist natürlich klar. Und dann habt ihr da einen kleinen Pfeil dran. Dieser kleine Pfeil, der ist da jetzt, wo mein Zeigefinger ist, der muss übereinstimmen mit diesem Nippel sozusagen. So, das heißt, ihr müsst das so ein bisschen ausrichten. Das sieht man jetzt ein bisschen schwierig. Ich richte das einfach mal einmal aus. Dann zeichne ich mir den inneren Rahmen an und das muss ich dann im Prinzip aussägen. Ja, genau. Und da wird dann im Prinzip später der Motor durchlaufen. Deswegen ist es wichtig, dieses Stück jetzt auszusägen und dort natürlich gründlich zu arbeiten. Ich habe es mir jetzt hier einmal angezeichnet, bin dann im Prinzip mit dem Dingens übereingekommen und jetzt werde ich im Prinzip einmal hier drin rum durchzeichnen. So, somit sollte das dann vernünftig sein und dann fange ich an, das Teil auszusägen. Also zum besseren Rankommen habe ich erstmal noch die Gummidichtung hier gelöst, die kann man einfach rausziehen, ein bisschen anstrengend, das löst sich aber dann auf einmal. Und ja, hier ist das Loch. Ja, es ist jetzt nicht super duper schön, aber es ist alles gerade, das ist wichtig und dass es einigermaßen vernünftig aussieht. Und ich denke, dafür ist das schon in Ordnung. Genau, ich glaube, hier hinten kommt sowieso noch eine Blende drauf, das gucken wir uns dann zum Schluss an. Die haben hier nämlich eine Blende, glaube ich, mitgeschickt. Von daher sieht man den Schnitt dann eh nicht mehr so ganz genau. Ja, Gummidichtung wieder drauf und dann werde ich testen, ob die Tür auch vernünftig dort einrastet, ob das alles soweit funktioniert, ob ich es richtig angezeichnet habe. Aber das seht ihr gleich. Kurzen Prozess, wir versuchen einfach mal die Tür zuzumachen. Also ich mache es erstmal langsam, das heißt, da seht ihr den Schnapper und der rastet anscheinend auch ein. Ja, dann testen wir das mal. Boah, sieht gut aus. Tür ist jetzt erfolgreich erledigt. Draußen. Jetzt geht es hier innen weiter. Man muss jetzt erstmal die Schubladen rausnehmen, damit man da ein bisschen mehr Platz hat. Und dann muss ich mir das Ganze mal anschauen, denn es sieht so aus, als wenn wir das Waschbecken rausnehmen müssen. Denn hinter dem Waschbecken, direkt dort hinter, läuft noch eine Gasleitung lang und an der müssen wir dran langsägen. Und da ist es mir doch lieber, wir haben ein bisschen mehr Platz und wir nehmen das Waschbecken dann raus. Aber das schauen wir uns jetzt im Einzelnen an. Als allererstes nehme ich erstmal die Schubladen raus. Die Schubladen sind jetzt alle raus. Ja, was soll ich sagen? Wir werden hier ein bisschen mehr auseinandernehmen müssen. Also, um dort hinten, da muss ich nämlich ein Loch reinsägen. Das ist hier oben weiter. Hinter dem Waschbecken muss ich leider diese obere Platte abbauen. Und da beginnen wir jetzt im Prinzip erstmal mit dem Auseinanderbau. Müssen wir uns mal anschauen, wie es funktioniert. Wahrscheinlich müssen wir hier vorne hier nochmal etwas aussägen. Damit das Waschbecken auch rausgeht oder beziehungsweise diese gesamte Oberplatte rausgeht. Denn das Thema ist, dass da hinten in der Ecke wahrscheinlich so eine Art Überstand ist, der im Prinzip erstmal nach hier vorne hergezogen werden muss, um dann das Ganze rauszukriegen. Aber das muss ich mir angucken. Ich werde jetzt erstmal anfangen, Schrauben zu lösen und natürlich Gas abdrehen und so weiter. Das ist jetzt das Erste. Was soll man sagen? Das Waschbecken musste raus. Ich, ja, sag mal so, es waren einige Schrauben
Unter anderem sogar hier drinne musste die gesamte hintere Seite auseinandergenommen werden, um dann auch den Wasserhahn vernünftig lösen zu können. Die Schrauben von der Seite hier waren Schrauben drinne, also hier oben in der Ecke und in der Mitte. Es waren von unten Schrauben drin. Also diese ganzen Ausbuchtungen hier, diese braunen Teile, das sind natürlich alles Schrauben, die da drinne sind. Ja, einmal ringsrum. Von hier vorne waren noch Schrauben. Hier habe ich einen Ausschnitt gemacht, hier vorne. Den Ausschnitt habe ich deswegen gemacht, damit man da besser das Waschbecken rauskriegen kann. Also ja, da empfiehlt es sich, einen kleinen Ausschnitt dafür zu machen. Ja, nun muss ich mir das hier hinten alles erstmal anzeichnen und gucken, wie das ist mit der Gasleitung. Gegebenenfalls muss ich die ganze Sache ein bisschen weiter runtersetzen. Das müssen wir aber mal gucken. Ich hole jetzt erstmal die Schablone und dann gucken wir mal, wo wir hier was auslegen müssen. Der Ausschnitt ist sozusagen jetzt hier vollzogen. Wir haben jetzt einfach hier einmal das Ganze ausgesägt. Man sieht jetzt auch, die Tür ist zu. Hier ist jetzt der Haken, den kann man ganz gut sehen an der Geschichte. Und was wir jetzt machen müssen, ist die Schablone nehmen. Und die muss jetzt hier sozusagen eingesetzt werden an diese Geschichte im rechten Winkel. Gut, einhändig ist es ein bisschen schwieriger, logischerweise. So, da nehmt ihr euch natürlich zwei Hände parat. Und dann müsst ihr im Endeffekt nichts anderes machen, als diese drei Löcher hier, also diese vier Löcher, 1, 2, 3 und 4, durchbohren. Und wenn die dann durchgebohrt, also anzeichnen erstmal, und dann werden die im Prinzip durchgebohrt nach außen. Und von außen wird dann die diese, ja, das zeige ich euch gleich, da wird dann im Prinzip das Teil wieder eingesetzt. Aber jetzt werde ich erstmal das anzeichnen und einmal durchbohren. So, die Löcher sind nun drin. Ihr müsst hier hinten ein bisschen vorsichtig sein. Hier hinten gibt es noch Kabel oder ich weiß nicht genau, ob das hier diese Ziehschienen oder irgendwie, also Zurgurte sind oder sowas. Das weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall läuft da hinten was lang. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass er das da nicht beschädigt. Ja, ansonsten von außen sieht das Ganze jetzt so aus. Ich gehe mit euch mal raus. So, genau. Da ist das Ganze drin. Jetzt muss ich das Ganze noch ein bisschen schön machen, entgraten und so weiter, das noch mal ein bisschen andengeln, weil das ist jetzt halt sich ein bisschen hochgebogen. Und dann versuchen wir mal, die Blende draufzusetzen, und die Blende wird dann natürlich eingeklebt. Dafür habe ich Sikaflex UV-beständig. Ja, genau, also von daher schauen wir einfach mal. Das Ganze sieht nun so aus. Hier ist die Platte jetzt durchgeschoben. Und von der anderen Seite zeige ich euch auch. Sieht das Ganze so aus. Also es ist halt, ja, Edelstahlplatte geworden. Sieht natürlich jetzt auch nicht schlecht aus an der Stelle. Jetzt muss das Ganze eingeklebt werden. Und zwar wird das dann so eingeklebt, dass schön Raupen um die Löcher gesetzt werden. Aber das zeige ich euch gleich, wenn ich das Sikaflex draufgeklebt, also draufgebracht habe. So, da ist das Teufelszeug. Müsst ihr natürlich aufpassen, denn wenn er das an die Hände kriegt und so weiter, das ist natürlich ziemliche Sauerei. Ja, ich habe das jetzt einmal so eine Raupe schön um die ganzen Schrauben rumgesetzt, um den Sensor natürlich. Und jetzt werde ich diese Platte einfach ansetzen. Das geht relativ einfach, da musst du die einfach nur durchfädeln, das Kabel. Und dann wird das einfach nur rangepresst. Und klar, es wird sich ein bisschen sozusagen nach außen pressen. Allerdings haben wir ja hier schwarzes Sikaflex und das fällt bei dem Auto natürlich nicht aus. Ich zeige euch das gleich, wenn das eingebaut ist. Ich blende euch jetzt ein Bild von außen ein, so wie es von außen aussieht. Es ist an dem, ja, an der Schiene sozusagen von der Schiebetür so ein bisschen was dran gekommen. Das werde ich nochmal abnehmen, wenn das ganze Sikaflex trocken ist. Solange bleibt das erstmal dran, denn sonst verschmiert sich das eher, als dass das, ja, dass man das da im Prinzip wegkriegt. Ja, hier seht ihr jetzt das Ganze von innen. Jetzt muss das Ganze noch von innen verschraubt werden. Und das mache ich jetzt. Das heißt, das Gehäuse kommt dort dran. Und dann beginnt bald, ja, ich würde sagen, bald ein erster Test. Aber das machen wir gleich, wenn es dann soweit ist. Ich muss nur mal gucken, an welche Leitung wir rangehen. Vielleicht an die Zündung hier von dem von dem Herd, denn das ist die Zündquelle. Vielleicht nehme ich die, muss ich einfach mal gleich sehen. Alle Schrauben habe ich nun handfest gezogen. Ich habe hier oben das noch durchgezogen, habe es hier dann oben eingesteckt. Das ist der Sensor, der ist halt wichtig dafür. Dann haben wir noch hier an der Seite einen, ja, so ein, sozusagen so einen Durchgang gehabt
für die Gasleitung hier unten. Das muss ich noch alles ein bisschen hübsch machen, denn es ist so, dass die Gasleitung hier ein bisschen höher kommt, beziehungsweise ein bisschen runtergedrückt werden muss. Und man muss das alles hier so ein bisschen isolieren, damit das nicht dran rumwackelt und so weiter. Also das sollte man schon vernünftig arbeiten, nicht, dass die sich irgendwann mal blank scheuert und dann im Prinzip kaputt gehen kann. Das wollen wir nicht. Ja, ich werde jetzt erstmal mich um die Zuziehhilfe kümmern. Das heißt, das ist das Erste, was ich erstmal schön vernünftig einbaue. Und wenn das dann erledigt ist, geht es dann weiter. Jetzt werden wir hier gleich die Tür schließen. Das kann ich schon mal tun. So, klatsch, Tür ist zu. Und jetzt sieht man, dass hier dieser Haken sozusagen ist. Und dort werde ich jetzt gleich noch einen aufsetzen, also noch was aufsetzen, einen Abstandshalter, damit der ein bisschen davon wegkommt und dass die Zuziehhilfe auch immer schön arbeiten kann. Jo, jetzt sieht das schon ganz ein bisschen geordneter aus. Ich habe hier die Blenden noch drauf gesetzt. Die andere Blende wird von außen gesetzt, das zeige ich euch auch gleich nochmal. Gleich muss ich noch den Strom anschließen. Die Schrauben sind natürlich jetzt schon festgezogen. Die sind also vernünftig jetzt fest. Gucken wir mal raus. Von außen sieht das Ganze so aus. Natürlich hat sich das Sikaflex hier an der Seite so ein bisschen hochgedrückt und so. Das ist auch klar. Ja, und von außen sieht das sehr vernünftig aus. Ihr seht, mit dem Blendrahmen sieht man da auch schon gar nichts mehr von, dass irgendwelche, ja, großartigen krumm, ich sag mal, Aussägungen sind oder sowas. Ich habe das alles nochmal ein bisschen gerade gemacht, ausgerichtet. Ja, und dann hat das auch gut geklappt. Ja, was muss man jetzt machen? Jetzt werden wir hier alles wieder zusammenbauen, denn ein Waschbecken und ein Kochfeld wollen wir auch wieder drin haben. Ist ja also auch wichtig. Ja, da gucke ich jetzt erstmal danach, dass die Gasleitung hier vernünftig verlegt ist, denn die muss ich ein Stückchen nach unten setzen. Das habe ich schon gerade ausprobiert. Das ist das Erste. Ja, und falls ihr fragt, warum ich eigentlich ein eigenes Video drehe, denn es gibt doch in Malibu schon ein Video von Iris und Uwe natürlich, kann ich euch das sagen. Die haben hier konstruktiv so ein bisschen was geändert. Es sind einige Sachen, die gleich geblieben sind. Unter anderem hier das Aussägen von dem Loch hier. Allerdings haben wir hier das Problem, hier sind noch Kabel, denn hier hinten haben wir eine Ambientenbeleuchtung draußen. Und zwar zeige ich euch das hier dran. Hier ist nämlich ein Kabel, was da durchgeht. Das konnte ich hier schon rausnehmen, das war kein Problem. Aber ganz hinten in der Ecke war noch eins. Und das musste ich, ja, ich sag mal, ein bisschen gewaltvoller lösen. Ich gebe euch den Tipp, schneidet einfach das Kabel ab. Wenn ihr nämlich hier an dem Waschbecken seid, ist das dieses Dingens hier. Schneidet das hier einfach einmal ab. Und ihr könnt dieses Teil dann im Prinzip neu verlöten, so dass ihr dann hier ein bisschen ja, mehr Platz bekommt, so dass man das dann ein- und ausstecken kann. Das Kabel habe ich dann zurückgezogen. Das muss ich euch auch nochmal zeigen. Das läuft normalerweise hier hinten dahinter hoch und ich habe das Ganze einfach zurückgezogen. Hier ist es dann und habe es jetzt im Prinzip erstmal isoliert, damit es keinen Kurzschluss gibt. Und das werde ich jetzt gleich schön verlängern. Und wenn das verlängert ist, dann kann ich das nämlich hier dran langziehen bis dorthin und dann im Prinzip oben einfach einsteckbar wieder ransetzen. Das ist ein bisschen konstruktiv doof geplant, denn es läuft halt alles hier hinter lang und ihr kommt hier hinten nicht an diesen Stecker ran. Ihr müsst das also etwas auseinanderziehen. Ich habe das halt so auseinandergezogen und es ist besser, man schneidet es einfach auf. Wie ihr seht, hier ist es auch zusammengelötet. Da ist aber keine Steckverbindung. Also man hat sich da schon bei der Montage, ich sag mal, es nicht so einfach gemacht, hätte ich jetzt gesagt. Aber gut, so ist es. Genau, wir werden das jetzt ein bisschen beheben, ein bisschen schöner machen, so dass man die Platte hier nochmal rausnehmen kann, wenn es notwendig ist. Und dann ist das ein bisschen einfacher. So, jetzt haben wir erstmal hier alles angeschlossen, die ganzen Kabel. Ich habe das Kabel für hier die LED-Beleuchtung habe ich natürlich nochmal schön gemacht. Das heißt hier nochmal zusammengelötet und das alles wieder zusammengebaut, eingesteckt. So ist es jetzt steckbar auch. Das werde ich hier hinten dran lang schnüren. Das zeige ich euch gleich nochmal eingeblendet, wenn das alles verschnürt ist. Dieses Kabel muss ja auch noch hier weg. Das heißt, jetzt werde ich mich um die Kabel einmal kümmern, das wegzubringen. Wie ihr sehen könnt, das Waschbecken hier oben, das ist natürlich auch schon wieder drin. Die Platte musste ich dann noch hinten ein kleines Stückchen aussägen, das zeige ich euch nochmal. So, und zwar
ganz hinten, also wenn man das jetzt hier so sieht, sozusagen, musste ich hier noch einen kleinen Ausschnitt machen. Und das habe ich jetzt da hinten getan. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht mit Licht jetzt besser sehen kann. Also da hinten in der Ecke ist sozusagen einfach nur ein kleiner Ausschnitt da noch passiert. Keine große Sache, nur dass das ein bisschen vernünftig dort hält. So, jetzt habt ihr sozusagen eine ganze Menge gesehen, was der Bau betrifft sozusagen. Ja, die Blendkappen hatte ich ja gezeigt, die habe ich auch noch drauf gesetzt. Jetzt bin ich dabei, hier überall die ganzen Schrauben wieder rein zu schrauben. Denkt daran, ich habe mir da so ein bisschen System gemacht, wo welche Schraube ungefähr saß, damit ich auch weiß, wo ich die her hatte. Es macht schon Sinn, das sich so ein bisschen zu organisieren, denn erstens wollt ihr keine Schraube vergessen, der Möbelbau soll ja auch halten, also das heißt, die Schrauben sind da nicht umsonst dort, und das zweite ist einfach, wenn ihr dann eine Schraube über habt oder sowas und ihr nicht drüber nachgedacht habt, bevor ihr irgendwas anderes anbaut, ist es dann auch sehr kontraproduktiv. Daher immer im Prinzip daran denken, die Schraube, die ich gelöst habe, an der und der Stelle, muss ich auch dann vorher vielleicht nochmal wieder einsetzen, ohne dass ich dann wieder die ganze Platte rausnehmen muss. Gasleitung habe ich auch schon angeschlossen. Da muss ich gleich natürlich nochmal gucken, ob irgendwo Gas ausströmt. Das heißt, da muss man natürlich mit dem Leckspray nochmal da dran, dass man dann nochmal guckt, ist das alles wieder dicht. Das wäre also auch sehr wichtig, darauf zu achten. Ja, und ansonsten den Siphon hier unten, den habe ich wieder eingebaut. Also das Wasser, das muss ich jetzt auch noch mal testen. Da würde ich jetzt gleich ein bisschen Wasser reinlaufen lassen, damit ich gucke, ob das alles wieder dicht ist. Ja, aber das Ganze werde ich jetzt erstmal alles so ein bisschen verbauen. Die Kabel habe ich euch gerade gezeigt. Die habe ich euch, also die habe ich auch wieder festgemacht, schön überall drunter gebaut und schön mit Kabelbindern befestigt. Ja, und was auch noch nicht fehlen darf, ist hier an dem Kasten muss ich ja im Prinzip hinten die gesamte Seite auseinandernehmen. Das muss natürlich auch wieder zusammen. Wasserleitung habe ich schon angeschlossen. Auch die Wasserpumpe habe ich wieder angeschlossen. Das heißt, da auch muss ich einmal horchen, ist die Wasserleitung wieder da. Wir müssen gucken, ob das Ganze dicht ist. Da denkt also daran. Und ja, ich würde sagen, ich schraube das jetzt erstmal alles wieder zusammen. Und dann schauen wir uns nochmal den Rest an, was wir noch zu tun haben, ob wir irgendwas vergessen haben. Wir werden es gleich sehen. Was soll man sagen? Es sieht mittlerweile wieder relativ normal aus, bis auf dass die Schubladen noch fehlen. Die werde ich jetzt gleich noch einbauen. Die liegen nämlich hinten auf dem Bett. Und von außen sieht das auch schon alles sehr vernünftig aus. Also ist mit dem Gehäuse sozusagen. Das zeige ich gleich nochmal aus dem Fenster raus. Und ja, einmal noch die Seite. Ich habe noch zwei Aufkleber gesetzt. Einmal habe ich den Aufkleber hier gesetzt. Dann weiß man auch halt, was verbaut ist. Und dann gibt es hier hinter noch einen Aufkleber. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ne, ich werde das jetzt mal kurz umstellen. Es ist doch einfacher, das Fenster einfach aufzumachen. Hier habe ich jetzt den Blendrahmen noch drum gesetzt. Sozusagen. Also der ist da jetzt auch noch drauf. Habe hier noch einmal dieses Zeichen dran gemacht, dass man da nicht mit dem Finger rein soll. Wenn man da rein, dann tut das Aua, hätte ich gesagt. Ja, und ich glaube, wir können vielleicht das sehen. Was passiert, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Man sieht, ob man das jetzt sehen kann. Also hier ist jetzt der Schnapper. Und da kommt der Haken und zieht das Ganze ran. Von außen gesehen, Tür ist zu. Ich zeige euch das nochmal im Ganzen. So. Was passiert? Rangedrückt, zack, zu, Spalt ist weg, Tür ist zu, also ganz einfaches Schließen hier jetzt bei uns im Malibu. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, wie lange wir jetzt gebraucht haben. Ich habe gestern schon angefangen, habe gestern draußen die Schiebetür gemacht. Also das heißt, der erste Teil ist ja die Schiebetür, den Haken dort reinzusetzen. Der zweite Teil ist jetzt hier drinnen, das alles zu machen. Das habe ich heute gemacht, also an 2 Tagen. Gestern nach der Arbeit hatte ich nicht mehr Lust, so viel zu machen. Ich habe jetzt insgesamt gebraucht, einmal für die Tür draußen, das war so circa eine halbe Stunde, das ging wirklich sehr schnell. Und für hier drinnen, im Malibu ist es ja ein bisschen aufwendiger, das muss man halt auch dazu sagen, denn man hat doch einen sehr guten Möbelbau und den muss man halt erstmal überwinden. Das heißt, man muss halt so ein paar Ecken auf jeden Fall sich wegsägen. Hier drinnen habe ich jetzt so, ja, wie lange habe ich ihn ungefähr jetzt gebraucht? Naja, ich sag mal so 4 Stunden ungefähr. Hab das aber auch gründlich gemacht, hab geguckt, wo ist was gewesen und so. Was jetzt noch fehlt, ist am
Waschbecken, hier eine Naht Silikon dran lang. Das muss noch gemacht werden, damit das Ganze noch abgedichtet wird. Das werde ich auch noch tun. Dazu muss ich mir transparentes Silikon allerdings erstmal organisieren. Da blende ich jetzt noch mal ein Foto zu ein, wie das dann aussieht, wenn das dann wieder versilikoniert ist. Ja, und dann kommen die Schubladen wieder rein. Das mache ich jetzt im nächsten Step. Blende ich euch auch noch mal ein. Ich meine, meine Schubladeneinbau und Ausbau, das kennt ihr ja. Da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter was zu sagen. Ja, ansonsten hoffen wir, dass es euch gefallen hat, das Video. Es ist jetzt halt doch von der technischen Seite ein kleines bisschen anders wie bei Iris und Uwe. Das heißt, sie haben halt dort gerade mit diesen Kabeln ein bisschen mehr verlegt. Aber es ist auch kein Problem, das Ganze selber einzubauen. Iris und Uwe, die haben das ja sich machen lassen von AST, also von der Firma AST. Und das hat natürlich auch sehr gut geklappt. Und so wie Sie uns mal gesagt haben, sind Sie sehr glücklich, dass Sie diese Zuziehhilfe haben. Ich persönlich bin es jetzt auch schon. Die paar Mal, wo ich sie jetzt halt einfach so auf und zu gemacht habe, das ist schon sehr überzeugend und richtig gut, weil uns geht es auch oftmals so, dass immer wieder diese blöde Lampe an ist. Blenden wir euch auch mal ein, wie das aussieht. Ja, dadurch ist das dann doch sehr nervig. Ja, jetzt bin ich auch mal wieder mit dabei. Genau, jetzt ist der Marcel auch mal wieder mit Jetzt dabei. ist er nämlich fertig. Ja, wir wollten euch da noch so ein bisschen erklären, warum wir eigentlich uns für die Zuziehhilfe entschieden haben. Unter anderem natürlich einmal sind wir es leid, diese lästige Lampe immer wieder zu haben, ne? Genau, die wird euch jetzt gerade eingeblendet. Was da kommt, also wenn der Motor startet, Die wurde schon ah, eingeblendet. die wurde schon Die eingeblendet. wurde schon Die wurde schon eingeblendet. eingeblendet. Ja, Genau. Aber ist egal, auf jeden Fall, ihr kennt das halt auch, wenn die Tür noch auf ist, dann sagt der Mensch hier Hintertür offen und naja, das ist dann halt alles ein bisschen doof. ja, und dann suchst du erstmal wieder. Oh Gott, welche ist es denn? Theoretisch kann es immer nur eine sein. Ja. Aber das ist wirklich nervig. Und was mich eher nervt, ist natürlich auch tatsächlich der Krach. Weil normalerweise musst du die Tür wirklich zuschmeißen. Ja, und vor allen Dingen brauchst du auch sehr viel Kraft dafür. Und das ist halt einfach das, du lehnst die jetzt nur noch einfach an und fertig. Also im Endeffekt machst du die Tür jetzt lustlos zu. Genau. Und weil die manuelle Zuziehhilfe, die Malibu ja standardmäßig verbaut hat, die ist ein Witz, die funktioniert doch nicht wirklich, weil wenn du sie ranziehst, Dann es ist bleibt unten noch immer an. offen. Ist immer offen. Ja. Also es haben zig Leute gezeigt und ich weiß nicht, ob sie ihre Videos sich nicht richtig angeschaut haben. Unten war ein bisschen offen. Das hast du dann natürlich mit der Zuziehhilfe nicht mehr. Genau, jetzt ist also alles automatisch und es ist schon ein höherer Komfort. Also, wer sich das leisten kann, empfehlen wir auf jeden Fall. Was hast du gesagt, was es kostet? Nee, ich glaube, das habe ich gar nicht gesagt. Das sind so, was haben wir denn jetzt bezahlt? Jetzt roundabout. 600? Nicht ganz 600, glaube ich. Wieder 600 Ja. Euro. Ja, es ist nochmal on top. Also, wenn ihr langsam überlegt, was wir alles hier verbaut haben, uiuiui, gibt es aber bald ein Video zu. Ja, genau. Ein, was wir alles hier wirklich drin haben, das zeigen wir euch auch nochmal im Gesamten. Vielleicht, wenn wir in Norwegen sind. Ja, mal gucken. Mal sehen, Da haben wann wir es nämlich passt. meistens Bock, das heute. Ja, und wann es auch passt, ne? Das Ja, muss man auch sehen. die immer diese Probleme. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Hat er sich mehr als verdient, hat wieder viel gearbeitet. Ja, das hoffe ich. Und. Jo, dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.